Also diese Alien-Waffe, diese gelbe, die man da hat, ne, ich finde die auch so scheiße. Ja, sie tötet ihn aber relativ schnell, würde ich mal sagen. Findest du, ja? Na, ich glaube nicht, dass ich das mit meinem Revolver war. Aber ich. Ja, ich habe ihn pausenlos in den Kopf geschossen. Soll ich schon nochmal hinter dem scheiß Wasserfall gucken? Nee, also zweimal hinter dem Wasserfall kaufe ich ihn nicht ab. Nee. Das wäre auch zu einfach. Aber es ist in jedem Serious Sam Teil hinter irgendeinem Wasserfall was. Irgendwie bin ich zu blöd hier. Ich glaube, meine Brüste behindern mich, hier aus dem Wasser zu kommen. Ich schaff das einfach nicht. Sind die so schwer? Bring sie halt mal aus. Ich sehe dich, wie du scheiterst. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich habe bestimmt immer, was Weißes an. Ich bin doch immer hinter dir. Du saß bestimmt hinter irgendeinem Busch und hast dich da aufgegeilt. Auf jeden Fall. Das ist alles, was zählt. Ich bin noch immer hinter dir. Oh, erstes Level geschafft. Bam, dann sind 30 ja richtig lang. Jo, geht das hier ab? Naja, aber es sind wirklich, also es ist wirklich lang. Wie gesagt, wir haben es nie durchgespielt, also es muss schon lang sein. Aber wir haben wirklich keine Ahnung, wie lang es wirklich ist. Es geht hier einfach los. Also wir sollten die Brücke benutzen, weil der Fluss sehr, sehr gefährlich zum Schwimmen aussieht. Ja, auf jeden Fall. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Also, nein, klare, aber was ich blaue, eigentlich sagen wollte, Wasser. Ganz ehrlich, Bodo, ne? Für das, dass das Spiel fast 15 Jahre alt ist, sieht es eigentlich echt hübsch aus. Ja. Okay, 15 Jahre sind es vielleicht auch nicht, aber... Was haben wir jetzt? 2014? Es ist fast 10 Jahre alt. Ja, stimmt. Das war immer so, dass die Bosse, die gekommen sind, dann auf einmal die Endgegner, normalen Gegner wurden. Genau. Ich erinnere mich. Also eigentlich ist das echt ein, sieht das echt noch ziemlich ansehnlich aus. Der hält aber auch was aus. Warum habe ich denn Leben verloren? Also ich habe auch angeblich 20 Leben verloren. Wow. Du hast 20 Leben verloren? It's a Simba plane, don't shoot it. Hallo, nicht schieben. Ich glaube, wir haben, Aua, was war das denn? Yo, warst du das? Ja, das war ich. Ich hab gebläht. Was? Ich hab mal richtig einen fahren lassen. Ja, nee, ist klar. Stand da doch. Farting Secret. Bestimmt stand es. Ich hab da irgend so eine einheimische Linsensuppe gegessen und ich hatte den, oh. Das ist den Schiss deines Lebens. Ja, ist klar, ne? Also das ist so wieder dieser Zeitpunkt, wo du Sehnscheidenentzündung kriegst. Hallo, warum... Ich häng fest! Nee, hinter dir ist einfach was. Ja, sag ich doch, häng fest. Wow. I hate swimming. Wenn du ins Wasser gehst, sagst du, I hate swimming. Boah, Alter, verpisst euch doch mal. Ich bin tot? Haha, du bist der Erste. Holy shit. Ja gut, wir spielen auf Serious, vielleicht sollte ich mich mal umgewöhnen, ne? Aber gerade habe ich mich gefragt, warum zum Teufel sterbe ich? Aber, oh, bist du nach drei Schüssen auch schon, nach drei Treffern, sag ich mal, bist du eigentlich auch schon tot. Das ist eine üble Kiste. Hä, ich hatte gerade noch 11 Leben, warum habe ich nur noch 9? Ich glaube, du hast immer, die Leben sind pro Level. Ach so. Du hast 10 Leben pro Level. Das ist ja easy. Ja, ist voll Pillepalle hier. Ja, ist echt so. Für uns Ober-Pro-Gamer ist es. Für die Ober-Pro. Ey, guck mal, die geben uns was. Aber hoch können wir nicht. Health. Nehmen wir. 25. Wo bist du? Let's go to the other side. Yay. Schön, dass du mit mir sprichst. Oh, er bringt uns eine seiner Waffen. Die Doppelshotgun. Bam. Yo. Weißt du, können nichts diese blauen Einheimischen hier außer. Irgend so eine. Hey, ich will in den Fluss. Ich kann echt nicht in den Fluss. What the fuck? Ah, es gibt einfach kein geileres Multiplayer-Spiel als Zero Sam. Ich mache hier voll auf Risiko. Ja, ich merke das schon. Wird auf. Oh! Sag mir doch mal, dass da links einer neben mir steht. Er rechts. Dude! Dude, ich habe nur noch 5 Leben. Ich wollte eigentlich noch nicht sterben. Ja, ich mach das schon. Ich regel das. Oder ich sterbe.
Schau, ich hab's geregelt und hab mich für dich geopfert. Ja, ich bin auch gestorben. Das ist auch kacke, man sieht seine Axt gar nicht, die ist so schnell. Ja. Das stimmt allerdings. Ich habe quasi gar keine Chance, der auszuweichen auf dieser kleinen Fläche. Die hat mich allerdings auch erwischt, also so ist es nicht. Hier war im Übrigen was. Ja, da hinten ist auch irgend so eine scheiß Bombe, die ich will. Ich habe jetzt 104 Schuss. Läuft bei mir. Da kommt man irgendwie nicht hin. Ich will hier lieber die Doppel-Shotgun haben. Wenn wir zu zweit drauf schießen, passt's ja aber. Hey, ich will jetzt... Wie komme ich denn da hinten an die Bombe? Sag mal, Bodo. Weiß ich auch nicht. Muss ich da über die Palmen klettern? Vielleicht, ja. Wenn das geht, ich weiß es nicht. Da rutscht man doch bestimmt runter, oder? Ja, ich glaube auch, da glitscht man einfach. Ja, aber wie willst du denn da sonst hin? Ich will wissen, was die Bombe macht. Ist das so eine Bombe, die einfach alles im Umkreis zerstört? Maybe. Ich guck mal, ob ich da von Insel zu Insel kann. Aber ich befürchte halt fast nicht. Ich kann da nicht rüber. Wie willst du denn da sonst hin? Kann es sein, dass es da hinten noch ein Secret gibt? Weil auf der anderen Seite ist ja auch noch sehr viel Strand. Ah, hier. Wie hier? Was machst du? Mit dem Boot? Kannst du das Boot schieben? Wie cool ist das denn? Das ist dann definitiv ein Secret. Nee, ich komme nicht auf das Boot rauf. Okay. Ja, was macht das Boot denn für einen Sinn? Yo, wie du glitscht. Yo, was machst du mit dem Boot? Ah, vielleicht musst du es hier hin tun, das Boot. Weil dann kannst du hier eine Brücke bauen. Oh, ich hab's. Okay, oder der Bodo zerschießt das Boot. Das war ein Versehen. Auch okay. Was ist denn das da hinten? Hier kann ich irgendwas sprengen. Kann das sein? Oder war das... Was ist das denn? Ich kann hier irgendwas sprengen, Bodo. Ich drück das mal. Secret Switch has been activated. Hat sie dir das auch gesagt? Nee. Ich habe irgendein Secret Switch gemacht. Aber was soll das gebracht haben? Hä? Das ist mir nicht so ganz klar. Eigentlich hätte ich das da hinten schon gerne mitgenommen, aber... Hier ist ja Munition. Das ist ja super. Aber ich befürchte, dass es hier auch nicht durchgeht. Oder kann ich hier irgendwie über die Rocks... Nee. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Weiß der Bodo das? Ja, der Bodo ist gar nicht mehr da. So, wir sind wieder da. Bodo hat das Rätsel auch angeblich gelöst, habe ich gehört. Ja, nicht richtig. Man konnte dieses Seil hier zerschießen, aber... Und dann? Gehe ich eigentlich davon aus, dass es durch die Strömung hierher bewegt wird, aber es tut es nicht. Ach so, von dem Boot meinst du? Ja. Clever, der Bodo. Es passiert wirklich! Ich hab's lose geschossen. Ist es krass. Juhu! Serious Bombs. Ist das geil. Wir haben die Serious Bombe. Die heben wir uns für den Boss auf, ne? Auf jeden Fall. Da haben wir auch nur eine von. Ja, klar. Die ist ja so hyper, die Waffe. Sollte man vielleicht nicht einfach wegschmeißen und so. So, dann können wir jetzt auch endlich weiter. Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Granate geworfen. Wie machst du das? Rechtsklick. Okay. Was geht denn hier? Wie sie randalieren. Ist echt so. Ist wie im Kölner Hauptbahnhof. Jo, die Granaten sind imbar. Bam. Au. Boah, der Axtwerfer macht so viel Schaden, ne? Endkrass. Macht mal eben 40 Schaden.
Ja, ist hier nicht kein Kindergarten, ne? Ist nicht Pillepalle. Nee, ist kein Ponyhof hier. So, mach mal hier den Laden auf da. Ja, Freunde, wir sind's. Jawohl. Das war Level 2. Servus. Oh, wo, er weiß, wo das Medaillon ist. So, und er, Sam erstmal, auf geht's. Ach du Scheiße! Wir müssen das Dorf verteidigen. Ja. Beziehungsweise eigentlich nur den fetten blauen Häuptling. Ja, mal so den Häuptling. Was mit dem Rest des Dorfs passiert, ist glaube ich egal. Also ich habe jetzt wieder 10 Leben, also ist wirklich von Level zu Level. Okay, wenn die so kurz sind, die Level, dann dauert es vielleicht doch nur 6 Stunden oder so, bis wir durch sind. Dann frage ich mich, was uns geritten hat, dass wir das nie durchgespielt haben. Das weiß ich auch nicht. Ja, müssen wir gerade von irgendwas anderem super geflasht gewesen ja, sein. Ja, irgendwie schon. Und jedes Mal wieder, weil ich bin mir sicher, dass wir es garantiert schon 4-5 Mal angefangen haben. Ich sehe niemanden mehr. Ich will jemanden töten. Ich auch nicht, irgendwie. Tötet auch der Häuptling hier mit seinem komischen Papageien da alles. Was ist so? Die machen hier eigentlich auch einen ganz guten Job. Oh, jetzt kommen die Dicken. Ich so, sehe sie schon. Was sie eben zu fünf nicht geschafft haben, versuchen sie jetzt zu zweit. Das ist richtig. Kommt doch. Komm, ich helfe euch. Ey. Oh. Wirf mir doch keine Granate ins Gesicht. Jetzt kommt halt durch. Gott sei dir scheiße. Ach so, aber die anderen hüpfen einfach drüber, weißt du? Hier hinten geht auch weiter die Blutzi. Ja, ich sehe gerade. Das war quasi Ablenkung. Die wollten uns einfach nur verarschen. Diese miesen Schweine. Das gehört sich nicht. Das ist so ein kleines Baby. Boah, das hat sich gerade voll eingekackt. Wer hat sich eingekackt? So ein kleines Baby. Und tot. Irgendeiner von den Mumbats oder Wombats oder Muay Thais, wie sie auch immer heißen. Muay Thais. Ist gestorben. Alter, wie sie zerfetzt hat mit der Shotgun. Ich bin dabei noch über diese Kackschilder von den. Oh, hier ist ein Treasure. Ich hab einen Schatz gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Ja, kann man mal machen, ne? Du machst hier einen auf Indiana Jones und Ja. Sind das für Kackpapageien? Sind das unsere? Ja, das sind die, die der Häuptling hier schleudert. Ach so, aus seiner Axt, ne? Ja. Ja, gefühlt ist es eine Axt. Oh shit. Lass mir meine Granate in das Haus da. Bam. Ja, zerstör das Dorf, Bodo, komm. Ich sag einfach, die anderen waren's. Kommt ihr jetzt auch endlich mal durch oder was ist mit euch los? Ist auch so. Was machst du denn, das arme Dorf? Oh. Wer ist er denn? Lass mal den Papa machen. Wie er aussieht. Holy shit. Oh, und er rennt. Und er schleudert Blitze. Was ist los mit ihm? Was ist denn verkehrt mit dir? Ich hab 21 Granaten, Alter. Die braucht man offensichtlich auch. Wow, ja. Wie er abgeht. Axtwerfer ist auch noch da. Boah, was hält denn der aus? Er ist tot. Was hast du denn jetzt geworfen? Ja, eine Granate. Boah, wie es ihn zerfetzt hat, Alter. Musst du ja richtig ins Gesicht geworfen haben. Auf jeden Fall. Guck mal, hier ist ein Leben. 25 zwar nur, aber ich habe auch nichts mehr. Ich habe auch nur noch 30, aber ich behaupte mich gerade ganz gut. Hat irgendwie der Häuptling hier auch eine Lebensanzeige oder fliegt der einfach nur so fröhlich durch die Gegend, wenn er getroffen wird? Der ist halt einfach tot, wenn es ist. Wenn es hart auf hart kommt, ist er tot. Aber ich beschütze ihn gerade. Mit den Granaten geht das auch hier ganz fix eigentlich. Geschafft! Albino. Der Albino war's. Wer kennt ihn nicht? Einfach Albino. Oh, Learning Pad. The Simbas will bring some useful stuff. Also, die werden uns mal wieder weiter unterstützen und ich... Warte mal, Bodo.
Und ich meine mich erinnern zu können, dass hier danach gleich der Boss kam. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Serious Sam 2. Bosskampf, Mega-Action. Einschalten. Tschüssi.